Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. So sieht's aus. Jeden Tag hören Sie hier den Chef eines Unternehmens bei uns live im Studio. Und heute bei mir ist Joachim Eberhard Lask. Hallöchen, geht's dir gut? Ja, wunderbar. Grüß dich, Alicia. Ich hoffe, du bist gut hergekommen oder war Schneechaos draußen? Ja, in Oberramstedt hat es schon noch ganz schön geschneit und Darmstadt auch. Und dann ging es einigermaßen. Das kann ich mir vorstellen. Deine Firma nennt sich Work Family Institute. Also, als ich das gelesen habe, da war ich erstmal so, ja, Work Family, also was denn jetzt? Arbeit oder Familie? Konnte sich der Mann nicht entscheiden. Aber genau darum geht's, wie das zusammenkommt. Genau. Und darüber wollen wir uns in der nächsten Stunde hier bei Chef on Air unterhalten. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. So sieht's aus. Jeden Tag stellen wir Ihnen ein Unternehmen vor und der Chef, der ist dann live hier bei uns in den Skyline Studios. Heute mit Joachim Eberhard Lask von Work Family Institute. Joachim, ihr sagt, es gibt tatsächlich zahlreiche Parallelen zwischen der Elternrolle und der Rolle als Mitarbeiter oder eben auch als Führungskraft. Aber wie genau entsteht denn daraus ein Geschäft? Also was macht ihr genau bei Work Family Institute? Naja, im Grunde genommen, diese Schätze hochzuheben, also bewusst zu machen. Das ist ja so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich Papa bin und mein Baby schreit da oder mein Fünfjähriger hat Angst vorm Gespenst hinter dem Vorhang oder mein Pubertierender bringt die 5 im Vokabeltest Französisch zurück. Dann gehe ich ja bei mir, dann ärgere ich mich oder ich bin aufgeregt und ich muss etwas lernen von meinetwegen, das heißt Perspektiven übernehmen. Ich muss also überlegen, also ich bin als Papa gezwungen, sowas zu machen, sonst geht's in die Hose. So, und diese Fähigkeiten, die jetzt sozusagen sichtbar zu machen, so dass ich sie auch im Job einsetzen kann. Ja. Das ist unser Geschäft. Das ist sozusagen, wir heben das Gold richtig nach oben. Okay. Dafür kann ich natürlich ganz viel Weiterbildung Ausgaben machen, aber hier lerne ich es. On the job. Ihr habt tatsächlich auch da Studien zugemacht, ne? Nicht nur wir haben Studien gemacht, aber wir haben, also speziell zu den Eltern haben wir sehr umfangreiche Studien hier mit der Universität in Frankfurt gemacht und haben gesehen, 80% der Eltern sind überzeugt, dass sie auch wirklich was lernen. Mhm. Aber es kommt nur 15% im Unternehmen an. Ach, und Wahnsinn. Und diesen Gap, den schließen wir. Okay, wunderbar. Du bist selbst auch Papa von, Achtung, 5 Kindern. Jawohl. Also das ist für die meisten, wäre das schon ein Fulltime-Job. Wie war denn das eigentlich? Kam die Idee zu Work Family Institute auch von dir zu Hause, als du von und mit deinen Kindern gelernt hast? Oder wie kam es dazu? Absolut, genau. Das ist der Punkt, wo das Ganze gestartet ist. Man muss noch wissen, von den 5 Kindern sind 4 Mädchen. Ui. Genau, und da habe ich mir überlegt, was... Die Glückspilz. Was ja, ist gut. Und dann habe ich natürlich überlegt, was ist dann auch von der Verantwortung für mich als Vater, wenn dann 4 Frauen dann in den Beruf gehen wollen. Und dann kam eben der Gedanke auch zu sagen, Mensch, da möchte ich gerne meinen Beitrag leisten, auch, ich weiß nicht, ob die es heute benutzen, was ich da alles sage, weil der Papa, was der sagt, ist ja immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber das war ein wesentlicher Punkt. Meine eigene Familie, dass ich gesehen habe, das, was ich dort lerne, das kann ich auch in meinem Beruf benutzen. Mhm. Ja, und dann gab es noch ein paar Erfahrungen mit Kunden, die eben gesagt haben, Mensch, ich bin Führungskraft geworden, hilf mir doch mal. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, hey, komm doch mal in den Elternkurs, den ich da angeboten habe, den ich hier auch in Frankfurt bei der DK Bank angeboten hatte, da habe ich gesagt, komm doch mal mit. Und dann hat er festgestellt, hey, das sind ja lauter Fähigkeiten von meinetwegen Delegation, also etwas anweisen, konsequent sein, Beziehung schaffen, das lerne ich als Mama und Papa. Das stimmt. Und nirgendwo kann ich so konsequent lernen wie in dieser Situation. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, du bist auch ursprünglich eigentlich, hast du mir gesagt, vor vielen Jahren eigentlich Psychologe. Das ist natürlich auch ein Vorteil, oder? In dem Bereich, was du jetzt machst. Ja, ja, Psychologie ist ja sozusagen die Lehre vom Verhalten und Erleben. Und jetzt zu schauen, wie lernt man sowas und wie kriegt man das bewusst hin? Weil der Knackpunkt an dem, was ich jetzt gerade hier so erzähle, ist, dass wenn wir als Eltern lernen oder auch in der Partnerschaft oder im Ehrenamt von meinetwegen auch, dann machen wir das ja nicht bewusst. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt von meinetwegen Moderation lernen will, dann gehe ich eine Weiterbildung oder eine Schule und dann lerne ich weiter, also Moderation. Aber dieser Vater, der jetzt nicht austickt, der lernt ja Emotionsregulation oder der klare Anweisungen geben kann. Aber das weiß der nicht, sondern da sieht er nur, ah, das Kind schreit nicht mehr, der Pubertierende bringt nicht mehr die 5 mit nach Hause. Ja, ja.
Das langt. Und dann weißt du aber nicht, aha, ich habe was gelernt, jetzt will ich es von meinetwegen anleiten, unterstützen, loben konkret und so weiter. Ne? Auf jeden Fall. Also es ist auch schon echt viel Psychologie mit dabei. Und natürlich quatschen wir heute hier nicht nur über Work Family Institute, sondern wir spielen auch ein bisschen Musik. Und wenn wir jetzt schon ein bisschen über Psychologie geredet haben, spiele ich jetzt einen Song. Da sagen alle eigentlich immer, ja Alicia, das trifft eigentlich ganz gut auf deinen Charakter zu. Hat auch bisschen was mit Psycho zu tun. Okay, Ava Max, Sweet But Psycho, spielen wir jetzt hier auf Radio Frankfurt und wir hören uns gleich dann wieder bei Chef on Air. Der Chef on Air, Radio Frankfurt verschönert ihre Mittagspause. Chef on Air, heute mit Joachim Eberhard Lask, dem CEO von Work Family Institute. Ihr beschäftigt euch viel mit dem Spillover-Effekt. Was genau hat es denn mit diesem Begriff auf sich? Ja, das kommt aus einem amerikanischen, aber das ist ganz einfach der Transfereffekt. Also das heißt, wenn ich etwas gelernt habe, von meinetwegen in der Weiterbildung, Weiterbildung, Familie oder Partnerschaft, wie fern kommt das jetzt tatsächlich bis in meinen Betrieb, an die Arbeitsplatz, an die Werkbank ran? Das ist der Spillover, also dass man es darüber verwenden kann im anderen Lebensbereich. Was wäre denn jetzt mal, wenn wir halt Eltern und Job nehmen, was wäre denn mal so ein konkretes Beispiel? Na gut, ich meine, Eltern müssen ja, also wer Vater oder Mutter ist, der muss vor allen Dingen eines lernen, der muss auf sich selbst achten. Sonst geht er vor die Hunde. Ja. Das heißt also, sonst ist er im Familienburnout und krank und davon haben Kinder nichts und auch der Arbeitgeber nichts. Ja. So, diese Fähigkeit, also rechtzeitig auf die Bremse zu drücken, auch die Kinder von meinetwegen machen lassen und sagen, nee, jetzt bin ich dran, jetzt brauche ich meine Ruhe und eine Pause, ich muss mal rausgehen. Diese Fähigkeit, auf sich selber zu achten, die soll jetzt gespillovert werden, die soll jetzt in den Betrieb kommen, dass ich dort, wenn ich gerade unter Druck stehe, vielleicht auch sagen muss, jetzt brauche ich mal eine kurze Pause, damit ich gleich wieder Volldampf da bin. Ja? Diese Fähigkeit jetzt darüber zu transportieren, das ist unsere Aufgabe, weil die Eltern das erstmal nicht wissen, dass sie das können. Ja. Ja, weil das sozusagen nebenbei gelernt wird. Das ist informelles Lernen, nennt man das. Also man lernt das sozusagen on the job, so nebenbei. Man kann auch im Beruf kann man viel lernen, on the job, nebenbei. Ja. Mhm. Und da muss man sich bewusst machen, also sensibilisieren, zu sagen, aha, was mache ich denn da eigentlich? Und dann kann man es tatsächlich transportieren. Du hast gerade gesagt, viele Eltern wissen das gar nicht. Glaubst du aber, die Eltern, die das wissen und die das bewusst einsetzen, das sind die besseren Mitarbeiter oder auch Führungskräfte? Naja, so, das ist eine steile Hypothese, die würde ich zur Hälfte unterschreiben. Immerhin. Ja, genau, weil ich meine, das müssen ja auch die Eltern müssen auch bereit sein zu lernen. Mhm. Es gibt ja auch Eltern, die sagen, das ist mir egal. Ja, und die erziehen dann auch ihre Kinder, wie soll ich mal sagen, die geben sich dann nicht so viel Mühe. Aber die sagen, ich möchte heute besser sein als gestern, da glaube ich in der Tat, dass die sozusagen Vorteile haben, was die Skills angeht, ja, die Skill-Entwicklung angeht. Und jetzt geht es dann darum, die sichtbar zu machen und tatsächlich einzusetzen. Ist aber auch irgendwie eine lebenslange Aufgabe, oder? Ja, wir sagen ja lebenslanges Lernen, ja, in der Tat. Und es hält in der Tat übrigens auch gesund, ja, also lebenslang lernen. Aber es ist richtig, auch jeder, der ja im Unternehmen drin ist oder jeder Unternehmer lernt, merkt das ja für sich selber. Ich lerne Tag für Tag dazu, ja. Ja. Also, und von daher ist das bei Eltern übrigens, auch wenn die Kinder aus dem Haus sind, ja, also meine sind jetzt 30 abwärts, ja, und ich habe den Eindruck, ich lerne jetzt noch viel mehr als früher. Wow, das ist auf jeden Fall mal der Wahnsinn. Ich muss auch wirklich gestehen, das klingt alles so wahnsinnig einleuchtend, was du mir erzählst, ja, und dann denke ich mir, ich höre das zum ersten Mal, warum bin ich denn da nicht früher drauf gekommen? Warum wird das aber auch von den Eltern und den Unternehmen bis jetzt so wenig genutzt? Ist das einfach diese Unwissenheit, wie das jetzt bei mir der Fall war? Da bleibt ja unheimlich viel Potenzial auf der Strecke. Das stimmt nicht. Also es ist so, auch in den Unternehmen wird das zum Teil schon genutzt, dass man sagt, dann unsere Mitarbeiter lernen informell. Das heißt also, wenn da eine Maschine zu bedienen ist oder wenn man im Kundenbereich tätig ist, dass man dann sagt, wir müssen mal so Austauschrunden machen und sagen, was haben wir denn aus den letzten Wochen jetzt gelernt? Sodass man sich das bewusst macht, um es dann wieder, wenn man es benennen kann, auch wieder gezielt einsetzen kann. Da weiß man weiß insgesamt, dass 70-90% der beruflich relevanten Skills informell gelernt werden. Also die werden nicht an der Uni, nicht in der Weiterbildung gelernt, sondern eben bei Training on the Job. Learning by doing. Genau, learning by doing. Ja. Ja. Und
Und genau diesen Punkt jetzt den Eltern zu vermitteln oder denen, die in Partnerschaft leben oder weiß ich wo, im Ehrenamt tätig sind, da lernen wir das ja auch, ne? Diese Fähigkeiten, diese Skills. Ja. Und jetzt mal zu sagen, wie werde ich mir das denn bewusst, wie kann ich mal so bei mir hinters Licht schauen? Ja. Ja, und das dann zu benennen, um es dann gezielt einzusetzen, zum Beispiel, wenn jemand von der Elternpause zurückkommt, ja, wieder in den Job einsteigt, dann hat er enorm viel gelernt. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Kann ich vielleicht irgendwann auch mal mitsprechen? Noch nicht, aber... Ich lasse meine Visitenkarte hier. Sehr gut, sehr gut. Wir wollen gleich auf jeden Fall noch ein bisschen weitersprechen. Davor gibt es noch Wunschmusik von dir. Du hast dir If You Leave Me Now gewünscht. Gibt es eine Geschichte zu dem Song oder findest du einfach schön? Ach, es erinnert mich irgendwie an meine Jugend. Ach, wunderbar. An die Jugend kann man gar nicht oft genug zurückdenken. Dann spielen wir denn jetzt Schwelgen ein bisschen in Jugenderinnerungen Chicago mit If You Leave Me Now. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Jeden Tag ist zwischen 12 und 13 Uhr der Chef eines Unternehmens dabei. Heute mit Joachim Eberhard Lask, der CEO von Work Family Institute. Und wir haben schon sehr, sehr viel erfahren. Ihr sagt, all das, was wir als Eltern täglich lernen und diese Fähigkeiten, das ist das, was uns auch im beruflichen Leben weiterbringen kann. Eine wahnsinnig spannende Sache, über die ich ehrlich gesagt noch nie so richtig nachgedacht habe. Aber jetzt ist alles wahnsinnig einleuchtend und da gibt es noch viel, viel mehr zu berichten. Denn gerade im Moment werden wir ja vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Gleich wollen wir mal ein bisschen das Thema Homeoffice beleuchten und was du uns da raten kannst. Davor gibt's aber noch Wunschmusik von dir und ein Song, über den ich mich gerade auch gefreut habe wie ein kleines Kind. Einer meiner Lieblingssongs, Elton John, Circle of Life. Auch für dich ein besonders emotionaler Song, ne? Ja, wunderbar. Dann wollen wir den jetzt mal hören und wir werden den ganz besonders genießen, wir zwei jetzt. Elton John, Circle of Life und hier geht's gleich weiter mit Chef on Air. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Und heute mit Joachim Eberhard Lask, dem Gründer von Work Family Institute aus Darmstadt. Ja, bei euch wird geforscht, analysiert, wie das Familienleben und unser Job irgendwie doch zusammenhängt. Und ihr habt sogar auch eine App entwickelt, ne? Erklär uns mal ein bisschen, wie die funktioniert und was es damit auf sich hat. Also total simpel. Es geht ja darum, sie heißt Be Able. Und Be Able kann Folgendes. Sie fragt dich einfach, was machst du gerade? Okay. Ja, dumm von meinetwegen, ich bin gerade, ich unterhalte mich gerade mit der Alicia. Und dann fragt die, was funktioniert denn da? Was machst du beim Zuhören oder was machst du beim Reden? Da haben wir schon zwei Begriffe. Ah, ich muss zuhören und reden. Das gehört zur Kommunikation, zum Reden. Ja. Und jetzt sage ich mal, wenn ich gut zuhöre, dann kann ich sowas wie meinen Mund halten. Was ich gerade nicht mache. Das Zweite, ich fasse ab und zu mal zusammen, was ich verstanden habe, damit du checkst, ob das noch stimmt. Und das Dritte ist, ich frage vielleicht noch ein bisschen nach. So, das fragt mich die App. Ja. Und das mache ich mir aber jetzt ja gar nicht klar, wenn ich jetzt ganz gut kommuniziere, als Eltern oder als Partner oder im Ehrenamt, im Sport. Und jetzt macht die mir das bewusst, dass ich das tue. Ja, so, und dann schätze ich mich ein, von meinetwegen kann ich das gut. Und sie fragt mich im zweiten Schritt noch, fragt die mich, glaubst du, ist das hilfreich für deinen Job? Okay. Und jetzt geht so langsam dann die Bogen dann auf im Hirn, ne? Ja. Und wo man sagt, ach stimmt, ja genau, das kann ich hervorragend gebrauchen. Ja. Oder von meinetwegen, ich streite mich gerade mit meinen Kindern. Die App fragt mich, was machst du gerade? Ah, ich versuche Konflikte zu lösen. Ja. Und dann fragt die mich wieder diese Dinge und plötzlich stelle ich fest, nicht Konflikte lösen natürlich, das muss ich ja täglich mit meinem Chef machen. Ja. Oder stimmt. Mit meinen Kunden oder weiß ich mit wem. So, und damit wird sozusagen das Licht angemacht für diesen ihren Schatz an Kompetenzen und Skills, die Menschen haben. Und das ist nicht nur für Eltern, sondern das ist im Grunde genommen für jeden. Nur die Eltern haben eine besondere Situation. Die kommen aus der Nummer nicht mehr raus, in der sie drinstecken. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ne? Wenn sie erstmal da sind, dann kommen wir nicht mehr raus. Deshalb erstmal vorher überlegen. Aber naja, es ist ja auch was Wunderbares. Gerade vielleicht auch, wir haben über Konflikte lösen gesprochen, eben gerade. Gerade vielleicht auch ein Thema, das, ja, ich sag mal, in dem letzten Jahr vielleicht auch bei dem einen oder anderen mal wieder mehr aufgekommen ist. Denn es hat sich wahnsinnig viel getan in der Arbeitswelt. Der Begriff
Homeoffice ist ganz, ganz zentral. Können wir da im Moment auch was lernen? Wie schätzt du das ein? Das ist genau unser Thema. Uns ist ja auch ein Stück weit das Geschäft weggebrochen, weil viele Seminare nicht mehr stattfinden, Kunden eben, wir gar nicht zu denen hinfahren können. Dann haben wir uns überlegt, was können wir machen? Mhm. Home und Office, Work and Family, also Job und Privat, ist ja genau unser Thema. Und wir haben eine Studie mit der FOM Hochschule zusammen gestartet, haben inzwischen 500 Teilnehmer und haben Ergebnisse, die sind echt der Hammer. Die zeigen, also was muss man lernen? Was sind die Top-Skills, damit Homeoffice gelingt? Zum Beispiel Selbstregulation. Mhm. Dass ich mich selbst steuern kann. Dass ich sagen kann, wir hatten es vorhin schon mal gehabt, jetzt muss ich eine Pause machen, aber jetzt muss ich mich auch hinsetzen, jetzt muss ich was durchhalten, ja, also Stress aushalten. Ich muss mich selbst organisieren können, was den Tagesplan angeht und solche Dinge. Ja. So, und das sind jetzt Fähigkeiten, und da können wir jetzt in dieser Untersuchung sehr schön sehen, da haben Eltern in der Tat Vorteile. Ja. Denen gelingt das besser, zum Beispiel mit der Konfliktbewältigung. Ob sie Kinder haben oder dann diejenigen, die keine Kinder haben, da sind die Eltern besser dran. Ja. Ein nächster Punkt für das Homeoffice, was man lernen muss, ist, man muss überlegen, wie trenne ich das denn? Oh ja, ganz großer Punkt. Wie trenne ich das? Da gibt es zwei Typen. Die einen Typen, das sind sozusagen die Segmentierer, die sagen, ganz klare Trennung, wenn das Kind an der Tür steht, dann muss es da schreien und ich bin jetzt auf der Arbeit. Ja. Oder die Integrierer, die sagen, okay, die Tür ist noch ein bisschen offen, lass mich hier arbeiten. So. Was findest du sinnvoller? Ja, das ist eben nicht die Frage, was sinnvoller ist, sondern die Frage ist, was für ein Typ bist du? Okay. Ja, okay. Also zu sagen, womit komme ich denn am besten zurecht? Ja. Und jetzt haben wir Folgendes gefragt. Wir haben die Teilnehmer gefragt, was glaubst du, wie dein Chef über dich denkt? Mhm. Und die sind alle so, also ganz viele sind ganz streng mit sich. Die denken, dass der Chef meint, Job muss vor dem Privaten stehen. Okay. Ja, das heißt also, erster Job, dann das Private. Und wenn wir die Chefs fragen, dann sagt nur 1% von den Chefs, dass sie das von ihren Mitarbeitern erwarten. Wahnsinn, ne? Wow. Das heißt also, hier sehen wir jetzt ganz wichtig, wir müssen miteinander reden. Ja. Das heißt also, ich als Mitarbeiter im Homeoffice muss mit meiner Führungskraft sprechen. Ja. Wie siehst du das? Und die Führungskraft muss sich überlegen, hey, kann ich denn mein Modell auf das des anderen übertragen? Und was wir jetzt eben jetzt, um zurückzukommen zum Work-Family, zu sehen, dass eben Eltern genau diese Fähigkeiten ja permanent üben müssen. Nicht seit erst Homeoffice, sondern das Zuhause sein, sich begrenzen zu können. Wo bin ich dann auch mal für mich privat? Und wo bin ich wieder in der Familie drin? Das lernen Eltern vom ersten Tag, wenn das Baby da ist. Ja, auf jeden Fall. Joachim, ein wahnsinnig spannendes Thema. Wir könnten hier noch Stunden weiterreden. Aber jetzt hören wir erstmal ein bisschen Wunschmusik. Ja, von dir ist ja fast falsch zu sagen. Nur im Moment. Top aktuelle Single hast du uns mitgebracht. Ist aber gar nicht so auf deinen Mist gewachsen, ne? Mhm. Wer hat sich das gewünscht? Ja, also wir. Okay, gut. Dann spielen wir das jetzt. Und hier Ludwig mit Nur im Moment auf Radio Frankfurt. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ja, und schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Dienstag. Chef on Air mit Joachim Eberhard Lask von Work Family Institut. Und ihr sagt, die Rolle, die wir als Eltern einnehmen und die Fähigkeiten, die wir da erlernen, die können uns extrem in der Arbeitswelt weiterhelfen. Mhm. Ja, und ihr helft uns eben, dieses gesamte Potenzial auszuschöpfen. Aber wie ist denn das jetzt eigentlich andersrum? Also kann ich auch von meinem Arbeitsleben was mit in mein Familienleben nehmen? Absolut. Das ist genauso. Das heißt also, wenn ich jetzt am Arbeitsplatz zum Beispiel lerne, besser organisiert zu sein, mich vielleicht zu überwinden, Pläne zu machen, natürlich kann ich das mit nach Hause nehmen. Wenn ich lerne Lean Management, dann könnte ich das zu Hause auch einsetzen. Ja, und ich bin nicht der Oberboss. Ja. Das stimmt. Natürlich, das geht immer in beide Richtungen, in alle Richtungen. Das heißt, was ich in einem Lebensbereich lerne, kann ich in einem anderen Bereich auch einsetzen, wenn es mir dort Vorteile bringt und mich dort besser macht. Dann mache ich das ja erst. Ne? Und das gilt genauso von der Arbeitsstelle, von meinem Arbeitsplatz zurück in meinen privaten Raum. Das klingt alles auf jeden Fall sehr, sehr einleuchtend. Das war eine wahnsinnig unfassbar spannende Stunde hier, Chef on Air, mit dir, Joachim. Danke.
Jetzt gibt's noch einen letzten Songwunsch. Eben gerade haben wir was ganz Aktuelles gehört. Jawohl. Ludwig Nur im Moment. Und da habe ich vorhin schon gesagt, es ist nicht so ganz auf dein Mist gewachsen. Da gab es ein kleines Missverständnis. Aber da habe ich auf der Leitung gestanden, aber sozusagen. Aber tatsächlich, war das von wem, der Songwunsch? Ja, das war das extra für den Burak. Der Burak ist hier der Sänger gewesen, der hat das Lied komponiert. Ich kenne ihn ganz persönlich und habe gesagt, Mensch, das werde ich mir wünschen in Radio Wunderbar, Frankfurt. Dann grüßen wir den doch auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle. So viel Zeit muss auf jeden Fall sein. Und jetzt kommen wir zu deinem allerletzten Songwunsch und den haben wir gerade so ein bisschen zusammen ausgesucht, weil wir sind uns einig, Adele ist mit einer der besten Sängerinnen dieser Zeit. Die Stimme. Und dann hören wir doch jetzt zum Abschluss hier Send My Love. Liebe geht doch immer. Ansonsten, Joachim, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, hier heute bei Chef on Air. Das habe ich sehr gerne gemacht.